Hey, liebe Leute, weiter geht es mit Marvel Snap. Heute möchte ich euch ein Pool 1 Deck präsentieren, mit dem ich Gold gehittet habe. Es ist super simpel zu bekommen, einerseits natürlich, weil es Pool 1 ist, andererseits, weil ihr Keykarten aus dem Rekrutenpass bekommt. Das ist also der Pass, bevor ihr den Season Pass freischaltet. Schauen wir uns also mal das Kazoo Deck an. Vielleicht die altbackenen Kartenspieler unter euch kennen schon Zoo-Decks. Es ist vor allen Dingen darauf aufgebaut, dass du gute, starke, billige Minions raushaust und diese dann auf eine Art und Weise verbesserst. Das machen wir hier in Marvel Snap über Khazar, das ist auch der namensgebende Dude dieses Decks. Er hat 4 Power und den Ongoing Effekt Your One-Cost Cards have 1 Power More, also plus 1 Power. Dann haben wir natürlich noch den besseren Khazar, nämlich Blue Marvel. Das ist diese Karte, die ich gemeint habe, die er aus dem Rekrutenpass am Ende freispielt. Er kostet 5, ist eine 3-Power-Karte, hat aber den Ongoing-Effekt, dass alle anderen Karten plus 1 Power haben. Die zwei wollt ihr am besten auf eine Location gemeinsam spielen mit Onslaught. Er kostet 6, hat 7 Power, aber das Wichtige ist tatsächlich sein Ongoing-Effekt. Denn sein Ongoing-Effekt verdoppelt andere Ongoing-Effekte auf dieser Location. Und das ist wirklich, wirklich stark. Dann habt ihr natürlich noch dieses komplette One-Drop-Package, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Das sind alles 1 kostende Minions, die 1 Stärke bzw. 2 Stärke und gute Effekte haben. Wir haben hier Ant-Man, er ist ein super gutes Close-Up-Minion, denn wenn man wirklich es schafft, dieses komplette Spielfeld, diese komplette Location zu füllen um ihn herum, bekommt er nochmal zusätzlich 3 Power. Das heißt, man kann ihn auch sehr, sehr gut hier mit Onslaught kombinieren, weil der Ongoing-Effekt von ihm hier dann auch logischerweise verdoppelt wird und er dann einfach zu einem 7-Power-Minion wird. Elektra, um ein bisschen was zu zerstören. Wir haben Squirrel Girl, um aktiv unser Board zu füllen und so unsere andere Locations zu füllen. Cork, um den Gegner ein bisschen zu interrupten, um seine Karten vielleicht irgendwie ins Deck weiter nach hinten zu bringen, und er zieht dann halt dementsprechend einen Stein anstatt seinen Combo-Piece oder sowas in die Richtung. Nightcrawler mit einer der stärksten Karten hier in diesem Deck, einerseits weil ihr ihn mit Angela kombinieren könnt, andererseits weil ihr ihn von Location zu Location bewegen könnt und gleichzeitig noch buffen, und natürlich Rocket Raccoon. Er ist einfach super stabil, meistens wenn ihr so ein bisschen die verschiedenen Locations schon lesen könnt, wird er zu einem 4-Drop, wenn euer Gegner halt dann entsprechend auch sinnvoll spielt und ihr das dann rauserkennt. Dann natürlich zu den 2-Drops, wir haben hier Angela, es ist eine Karte, die jetzt letztens erst genervt wurde, weil sie zu stark war. Immer wenn ihr eine Karte auf der Location spielt, wo sie draußen liegt, bekommt sie 2 Power, was super cool ist. Das ist gerade auch die Kombination, die ich gemeint habe, hier mit Nightcrawler, spielt Angela raus, spielt einen Nightcrawler, sie kriegt also plus 2, ihr könnt Nightcrawler moven, habt wieder einen weiteren Platz frei, um Angela weiter zu buffen. Dann natürlich noch Captain America. Er ist so eine Karte, da denke ich mir manchmal, ja, er ist ganz okay, aber man muss ihn hier auch nicht spielen. Ist ein 3-Drop und hat 3 Power plus den Ongoing-Effekt, dass alle anderen Karten hier auf dieser Location plus 1 Power kriegen. Ist also ein Khazar sozusagen für die Location, wo er halt dementsprechend liegt. Dann, wie gesagt, unsere Combo-Minions und noch America Chavez oder wie man sie auch ausspricht. Das ist ein 6-Drop mit 9 Power. Ihr zieht sie auf jeden Fall an Turn 6 und nicht vorher. Das ist eigentlich eine ganz coole Fähigkeit, weil ihr hofft natürlich immer, euer Onslaught-Combo mit rauszuziehen, aber falls ihr ihn halt nicht ziehen würdet auf Turn 6, kann es natürlich gut sein, dass hier Chavez euch rettet. 9 Power sind nicht ohne, Leute, und meistens könnt ihr damit vielleicht noch so eine einzelne Location irgendwie retten. Sie ist somit eigentlich eine der stärksten 6-Drops, die man als reine Stärke-Minions anschauen kann. Es gibt dann halt nur noch dementsprechend Hulk, aber den zieht ihr ja nicht safe. Und natürlich der Infinord, aber das ist halt schon dann ein Pool 2 Minion. Okay, und im Großen und Ganzen wollt ihr also eure Locations füllen, wollt sie mit Khazar, Blue Marvel und Onslaught buffen und dann einfach vielleicht einen Close-Up mit America Chavez machen oder halt alternativ einfach einen Onslaught raushauen und das Board auf ein unglaubliches Power-Level bringen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das dann aussehen kann. Okay, Danger Room ist erstmal nicht das Optimalste, um da irgendwas drauf zu spielen. Deswegen skippen wir den ersten Zug.
Oh, er geht dafür schon. Okay, das wird ein Dino-Deck sein, würde ich mal behaupten. Weil Agent 13 ist schon ziemlich nice, muss man mal ganz klar sagen. Okay, Mojo World ist ziemlich gut. Da gehen wir jetzt auch direkt mit unserem Rocket Raccoon rein, wie auch unserem Ant-Man. Und hoffen, dass wir hier auf der rechten Location noch irgendwas haben, was wir auch noch entsprechend easy gewinnen können. Obwohl wir sagen müssen, Danger Room ist tatsächlich auch ganz gut möglich durch Squirrel Girl. Oder halt, wir versuchen wirklich Karten damit reinzuspielen. Aber ja, da hoffen wir einfach mal, dass das nicht passieren wird. Okay, Nightcrawler, das ist okay. Sein Ant-Man wurde hier erstmal geblitzdingst. Sehr schön. Und wir sehen rechts, oh, Moor Island. Das ist halt super nice. Okay, pass auf. Wir fangen an mit einem Captain America hier drüben. Das ist vollkommen okay, dass er da jetzt erstmal allein liegt, weil wir wollen, dass er gebufft wird. Oh, da kommt der Khazar. Khazar kommt raus. Wir machen wieder. Yes, ist okay so. Turn 6 können wir halt, wenn wir keinen Onslaught ziehen können, das hier halt einfach andersseitig auch füllen mit Korg oder mit Squirrel Girl. Und Squirrel Girl zieht dann auch noch gleich was hier rüber. Okay, er spielt auch einen Khazar-Deck. Das ist ganz interessant. Wir gehen also für Blue Marvel. Und hoffen, dass wir jetzt im nächsten Zug vielleicht ein Ding ziehen können. Er hat keinen Blue Marvel, bitte. Ich meine, wir ziehen jetzt automatisch America Chavez raus, gell? Okay, jetzt ist natürlich die Entscheidung, wie spielt man das am besten. Und wir sind momentan eigentlich ganz gut dabei, deswegen möchte ich hier jetzt einfach mal snappen. Einfach, weil ich gierig bin. Und wir spielen an der Stelle eine Angela raus. Wir gehen für Cork hier. Ne, wir gehen für Cork hier und Squirrel Girl hier. Damit sieht es so aus, als ob wir das hier ganz gut gewinnen können, weil wir Ant-Man doppelt kriegen und ja, okay, der Gegner hat schon retreated. Wir hätten Ant-Man doppelt gekriegt hier an der Stelle. Also, beziehungsweise nicht doppelt, aber er hätte hier, er wäre plus 3 bekommen. Und dann hätten wir halt noch zusätzlich hier drüben einen 3-Drop bekommen durch Squirrel Girl, die halt auf jede andere Location einen 1-Power-Squirrel gesetzt hätte. Und Angela wäre auch nochmal um 2 Power gewachsen durch Cork, den wir rausgespielt haben. Ja, und so einfach kann es doch sein. Wir sammeln mal unsere Belohnung ein. Ist jetzt leider nicht so krass gewesen, aber definitiv okay. Oh, snap. Okay. Oh, Double Ongoing Effects, das ist sehr stark. Wichtig ist natürlich auch bei dem Deck, das musste ich am Anfang auch erstmal lernen, dass man den ersten Zug auch... Fuck. Dass man den ersten Zug auch abwarten kann. Das heißt, man muss nicht direkt vollkommen engaged reingehen und alles hier Vollgas gehen oder sowas, sondern man kann auch ganz entspannt schauen, was passiert, was möchte man machen, wie möchte man vorgehen. Und das ist halt richtig schlecht, dass er hier Scorpion hat, wenn das Spiel nach Turn 4 endet. Okay, wir spielen das so raus, wir spielen das so raus. Wir spielen... Das sind alles On-Reveal-Effekte, gell? Und du bist ein 2-Drop. Wir spielen Cork nach rechts. Dammit. Okay, er bufft sogar noch seine Karte im Deck. Ich hätte echt mir gewünscht, dass wir Rocket Raccoon hier bekommen. Aber es ist okay. Ich meine, wir kriegen noch einen Move hier rüber, was nicht schlecht ist. Und er kriegt vielleicht den Stein. Oh Gott, es ist schon Turn 4. Oh mein Gott. Doch, wir haben hier einen One-Drop, gell? Das heißt also, wir moven dich hier hin, wir spielen dich dahin und wir spielen dich hier rein. Das ist ein seltsames Game, Leute. TVA ist ziemlich übel. Wie viel Power kriegt er hier? Ich meine, wir haben 3 Power links und 4 Power rechts. Das ist aber gut, weil es scannt nämlich nur 2 und er hat da den Rock. Oh mein Gott. Und damit ist es der Win. Das, obwohl er auf so einem kurzen Game Scorpion rausgespielt hat. Also ich habe echt gedacht, dass das damit vorbei sein wird. War aber gut. Hat doch noch ganz knapp funktioniert. Okay, weiter geht's. Oh, snap.
Plus ein Energy ist natürlich ganz nett. Ich glaube, ich gehe sogar hier jetzt mal für die Gear. Oh, das war gut. Oh, er hat direkt die Angela auf Turn 1. Das ist schwierig. Das ist ganz arg schwierig. Komm schon, ich ziehe sie jetzt auch. Top Deck. Ich gebe ihm hier natürlich die Möglichkeit, einen Stein zu ziehen. Es ist nicht optimal, dass ich hier jetzt so super gierig gehe. Aber mit dem Shuffle, mit dem Stein ins Deck shuffeln, ist das schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil wir hier ja wirklich den kompletten Roll haben. Oh, das ist halt wirklich nicht schlecht. Wir wollen hier links vielleicht gewinnen. Ach, Turn 5, put a card from each player's hand hier. Ja, das ist halt ziemlich stark, wenn wir da irgendwie eine Blue Marble oder sowas kriegen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Lady Sif, er ist als... Oh nein, er hat einen Apocalypse. Das wäre natürlich eklig, wenn er den hier rausgezogen kriegt. Oh mein Gott. Ohohoho. Ich meine, das ist so... Ich habe jetzt hier an der Stelle Swordmaster, okay. Discarded Wolverine. Wolverine wird gespawnt auf irgendeiner Location. Angela kriegt hier nochmal den Buff. Ich habe halt hier... Oh shit, ich ziehe ja noch zwei Karten nach. No. Ja, Blue Marble ist hier die richtige Entscheidung. Es kommt jetzt natürlich drauf an. Oh, what? Colleen Wing. On reveal, discard the lowest cost card from your hand. Okay, kenne ich nicht. Er hat halt nur noch Apocalypse auf der Hand. Das heißt, dass er wird hier Apocalypse rausziehen. Ich krieg Squirrel Girl. Squirrel Girl ist tatsächlich der beste Minion, den ich hier hätte rausziehen können. Weil ich jetzt auf Turn 6 nämlich Onslaught hier rechts slammen kann. Und sein guter Apocalypse ist hier schon draußen. Das ist tatsächlich besser gelaufen als gedacht. Ich glaube, ich snappe hier einfach mal, weil ich gierig bin und sage End Turn. Weil dadurch werden ja die Effekte von Khazar und Surrendered wieder. Er weiß ganz genau, hey, wenn er diese Karte am Start hat, gewinnt er das Spiel. Onslaught hätte dann hier jetzt auch nochmal diese Buffs verdoppelt. Und damit hätte ich, glaube ich, jede Location gewonnen, weil er auch nur eine Karte nachgezogen hat. Und dadurch, dass ich gesnappt habe, vielleicht war das so ein bisschen ein gieriges Zeichen, dass ich Onslaught definitiv auf der Hand habe. Ja, nice. Weiter geht's. Oh, snap. Angela direkt auf der Starthand ist nicht schlecht. Wir skippen den ersten Zug, weil wir müssen schauen, was Bifrost uns hier für Locations noch beschert. Das ist immer ein bisschen schwierig mit diesen Move-Locations, finde ich, weil du halt so viel rausspielst. Oh, Sunspot ist schwierig. Weil du halt so viel rausspielst und wenn da halt eine Location bescheiden wird, ist es immer super, super uncool. Ich glaube, ich kann jetzt hier dafür gehen, dass wir dann auf die rechte Location die Angela rüberschieben. Iceman, ja, okay. Ist natürlich jetzt nicht optimal, aber in Ordnung. Rocks in your deck. Nope, das wollen wir mal nicht. Okay, Captain America ganz nach links. Das Schöne ist halt, wir spielen eigentlich nichts hier auf die rechte Locations. Und das hier wird dann alles... Oh, Khazar ist auch mit am Start. Wait, wäre es sinnvoll, wenn ich jetzt Khazar hier spiele? Prinzipiell wäre es egal. Doch, es ist in Ordnung, wenn ich Khazar hier spiele. Nee, wait. Also die Sache ist so, man könnte definitiv sagen, dass er Bifrost gewinnt, weil ich mich halt jetzt auf zwei Sachen hier spezialisieren muss. Dadurch, dass ich Khazar, Blue Marble und Onslaught gezogen habe, ist es halt für mich ziemlich nice. Okay, er kriegt Jubilee und zieht raus. Lockjaw. Aber warte, es ist ein Play-Effekt, oder? Ah, okay, es ist Play with a card from your deck. Ja, es ist okay. So, damit haben wir den Switch hier jetzt durchgezogen. Es ist auch jetzt in Ordnung, dass wir Sachen in unser Deck reinschaffeln werden. Jetzt ist nur die große Frage,
Ich werde wahrscheinlich auf Turn 6 werde ich wahrscheinlich gar nicht Onslaught spielen, gell? Okay, wir sehen, was er rausziehen wird. That's pretty good. Das ist halt ziemlich, ziemlich big. Nee, das kann ich so nicht machen, gell? Ah, doch, das kann ich so machen, weil ich das Squirrel noch hier rüber krieg. Aber es könnte trotzdem sein, dass ich die Location hier verliere. Das heißt, es so wichtig ist, dass ich die linke Location hier bekomme. Es würde mir definitiv nicht reichen, wenn ich Onslaught hier rausspiele. Weil Onslaught würde die hier zwar nochmal plus 1 buffen, aber das reicht nicht. Das heißt also, ich muss jetzt schauen, dass ich die rechte wie auch die linke Location gewinne. White Tiger. Schmerzhaft. Ich glaube, das wird so leider nichts. Die mittlere Location werden wir leider nicht kriegen. Doch, die mittlere Location kriegen wir. Plus, wir kriegen die rechte Location noch und haben damit gewonnen. Oh mein Gott, hey. Aber das wäre halt, sagen wir es mal so, White Tiger war hier, glaube ich, mit das Schlechteste, was er hätte ausspielen können. Aber natürlich, wenn er nur die Karte zieht, ist es halt, hätte er hier auch nur einen Stärkepunkt mehr gehabt, wäre das krass gewesen. Und wir sind sogar hier drüben noch neutral gegangen. Das ist halt echt krass. Ich habe schon gedacht, als er Lockjaw und dann hier, ja, guck mal, wenn man da draufklickt, wird es auch noch als Ironheart angezeigt, America's Sheriff rausgezogen hat. Habe ich kurzzeitig gedacht, das ist jetzt hier an der Stelle vorbei. Aber dieses Deck, das kann halt einfach Dinge machen, Leute. Ja, und damit habe ich auch mal wieder ein bisschen Währung freigeschalten und den Season Pass auch noch weiter vorangetrieben. Der aber ja jetzt in 18 Stunden enden wird mit der Weekly Challenge. Und ich freue mich schon auf den nächsten. Ich hoffe, der wird auch so interessant werden wie diese hier jetzt. Und was ich auch hoffe, ist, dass ihr dieses Video auch interessant fandet. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne zeigen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und einfach nur, um nochmal auf dieses Deck hier im Resümee zurückzukommen. Ich finde es halt einfach super stark, wenn man es in einer schnellen, konzentrierten Combo rausspielt. Also gerade Kassar, Blue Marvel, dann Onslaught als dieses Endbild ist halt einfach wirklich super stark. Aber ihr benötigt sie auch nicht, weil eure Minions an sich auch teilweise Locations gewinnen können. Angela ist da zum Beispiel prädestiniert. Ihr habt America's Chavez, die dann auch nochmal so eine Location, wie zum Beispiel jetzt hier im letzten Game, die halt dann verschoben wurde, für sich nochmal erobern könnte. Und ja, genau so Nightcrawler ist halt auch so ein Minion, der halt dann nochmal die letzten 2 Punkte irgendwie rausziehen könnte, falls ihr die benötigt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu einem Deck habt, haut es doch gerne einfach unten in die Kommentare rein. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.